Moin Leute, herzlich willkommen zu meiner kleinen Gaming Room Tour. Es hat jetzt ein bisschen gedauert, aber jetzt ist sie endlich da. Ich würde mal sagen, wir fangen einfach erstmal an mit meiner Sofa-Ecke. Das Sofa hier hatte ich vorher natürlich auch schon, aber es hat sich ein bisschen was an der Deko geändert. Ich stelle mal ein bisschen die Blende mal anders. So, jetzt seht ihr auch was. Hier haben wir ein Regal, hier haben wir ein Regal und hier haben wir ein Regal. Ich habe hier rechts und links jeweils einfach zwei Controller draufgestellt, die ich noch übrig hatte. Das sind Xbox 360 Controller, also ziemlich alte Xbox Controller, sage ich mal. Hier in der Mitte habe ich so eine kleine Figur hingestellt. Die habe ich schon etwas länger, habe ich mal geschenkt bekommen vom guten Kumpel. Und ich finde, die steht da in der Mitte sehr gut. Ja, dann haben wir hier noch die Nanolis. Das sind solche, ja, LED-Panels, die man sich eigentlich überall hinklatschen kann. Und hier an der Seite kann man ein bisschen was verändern. Ihr seht, es gibt ganz viele Muster, die man einstellen kann. Aber man kann das auch über die App machen. Leider ist das bei meinem Handy gerade so, dass es sich wieder irgendwie getrennt hat. Das ist auch wohl ein üblicher Bug und deswegen mache ich das jetzt meistens einfach hierüber, dass ich das verstelle. Ist ganz gechillt. Dann würde ich sagen, gehen wir mal zu der anderen Ecke hier. Das ist mein Hauptbereich und zwar ist das mein Doppelschreibtisch. Den Schreibtisch hier habe ich mir selber zusammengebaut. So, also hier, das ist ein Alex, glaube ich, von Ikea. Das ist so eine Tischplatte und da hinten habe ich mir halt noch so Beine geholt. Und ja, das habe ich zu so einem Zweitschreibtisch sozusagen, also Zweitschreibtisch zusammengebaut. Und ich finde auf jeden Fall, es ist mega nice geworden. Ich bin gerade ein bisschen aus der Puste irgendwie. Ja, es kommt davon, dass ich so selten Videos mache. In letzter Zeit war es ja ein bisschen schwer, sage ich mal. Also ich habe nicht so viel gemacht, ich habe eher gestreamt und so weiter. Aber es sollte jetzt auf jeden Fall wieder besser werden. So. Dann würde ich mal sagen, schauen wir uns mal meinen Schreibtisch ein bisschen genauer an. Als allererstes hier mein Zweit-PC, das ist mein alter PC, der steht hier unten. Der ist nur noch da, wenn ich jetzt Videos rendern will zum Beispiel und dabei gleichzeitig aufnehmen, dann mache ich das alles auf dem PC und kann dann gleichzeitig weiter aufnehmen oder streamen oder irgendwas anderes machen. Und der hier arbeitet dann die ganze Zeit, weil wenn man ein Video rendert, ja, dann frisst das doch schon ganz schön viel Leistung, wenn man dann noch probiert dabei zu zocken und zu aufzunehmen und so weiter, ist das nicht ganz so nice. Dann haben wir hier meinen neuen PC. Ich kann ihn auch mal kurz anmachen, dann seht ihr das. Ist ein bisschen dezent gehalten, also hat dezente RGB-Beleuchtung. Ihr seht das jetzt, da gehen noch die Arbeitsspeicher an. RGB-Arbeitsspeicher. Und habe hier auch noch eine LED-Leiste eingebaut, die einfach das Gehäuse so ein bisschen, sage ich mal, beleuchtet. Und ja, wenn ihr da ein extra Video zu sehen wollt, schreibt das mal. Dann kann ich euch auch noch mal zeigen, was da drin ist. Ein paar genauere Aufnahmen habe ich mir selbst zusammengebaut. Da habe ich auch einen Livestream gemacht. Ja, schreibt einfach, ob ihr das sehen wollt. Dann hier hinten bin ich noch nicht so mega zufrieden mit dem Kabelmanagement. Ab da wird es dann gesleeved. Aber ich zeige euch erstmal jetzt meinen Hauptschreibtisch. Mein Hauptschreibtisch ist ein IKEA-Schreibtisch, der höhenverstellbar ist. Ich weiß nicht, ob ich das gerade angeschlossen habe. Ich habe, das Problem ist, ich habe, habe ich nicht angeschlossen, leider. Super vorbereitet. Ich habe halt hier unten ein bisschen Knappheit mit den Steckern und schaffe es nicht immer, alle Stecker reinzustecken. Da muss ich mir noch eine Steckerleiste holen. Aber ja, deswegen habe ich nicht immer alles angeschlossen. Gut, dann kommen wir mal zu den Bestandteilen dieses Schreibtisches. Erstmal habe ich hier eine ISCO Plus von Rocket. Ja, ist eine solide Tastatur, nichts Spezielles. Ich bin zufrieden mit, aber ja, man kann auch jede andere gute Tastatur nehmen, sage ich mal. Dann die Rocket NIS, da bin ich richtig zufrieden mit, weil man hier diese Tasten gut belegen kann und die liegt trotzdem noch gut in der Hand. Bei anderen Herstellern habe ich das oft nicht so gehabt. Da fand ich das immer ein bisschen kacke zu drücken. Hier kann man sich diese Tasten selber auswählen, wie viele man haben will, wie groß sie sein sollen. Und das finde ich richtig mega nice. Dann haben wir hier mein Stream Deck, was ich auch endlich mal eingerichtet habe. Ich kann jetzt wählen zwischen Gaming, Zweitkamera, YouTube, Kamera fokussiert nicht und AFK-Screen und so weiter. Kann da ganz viel einstellen, ist mega nützlich beim, beim Streamen und so weiter. Dann haben wir hier das Klassiker DBX 286S. Ist ein Mikrofon-Vorverstärker, was einfach das Signal von meinem Mikrofon vorverstärkt. Ja,
haben viele YouTuber, Streamer und so weiter. Das ist eigentlich sehr bekannt, genauso wie das NT1A. Mein Mikrofon dürfte eigentlich auch jeder kennen. Und ja, dann haben wir hier ein Audient ID4. Ich habe auch noch den Nachfolger davon oder den großen Bruder, sage ich mal. Aber ich benutze eigentlich das, weil mir das völlig ausreicht. Hier habe ich so einen Regler, wo ich den Sound lauter, leiser stellen kann. Kann ein kleines Headset anschließen, ein großes Headset, das ist sehr wichtig. Und hier kann ich auch noch was einstellen, aber das meiste stelle ich eh an meinem DBX ein. Gibt es noch was auf dem Schreibtisch sonst? Ah, hier, meine Kopfhörer, das sind die ich sonst benutze. Ich kann euch das mal kurz, die ich jetzt immer benutze seit neuestem. Sonst habe ich die Kopfhörer hier benutzt, aber ich kann euch das mal kurz zeigen. Ah, Moment. So, ich habe dann immer die Kopfhörer und das Kabel hier rumhängen, wenn ich zocke und sehe auch aus wie der übelste Zocker, sage ich mal. Aber was ich jetzt habe, hängen wir mal da wieder hin. Hier sind meine AirPods. Ich habe mir nochmal extra AirPods gekauft für zum Aufnehmen, allgemein für meinen PC halt. Für mein PC-Setup sind so kleine Kopfhörer von Apple, sollte mittlerweile, glaube ich, auch jeder kennen. Und das Coole dabei ist, wenn ich die im Ohr habe, dann sieht das nicht gleich so heftig aus, so, oh, der ist ja richtig hart am Zocken, sondern ich finde es einfach gechillter und vor allen Dingen, wenn ich mal aufstehen muss oder so im Stream, dann stehe ich einfach auf und habe kein Kabel, nichts, kann im Raum rumlaufen, alles easy und das finde ich halt einfach mega nice und da habe ich auch schon, also ich habe das jetzt schon eine Zeit lang benutzt und ich bin richtig froh, dass ich mir die geholt habe, weil auch wenn ich auf dem Teamspeak bin und einfach mal ein Stückchen weiter aus dem Raum laufe oder so, ich muss halt nicht meine Kopfhörer absetzen, sondern höre halt trotzdem noch alles und das ist mega entspannt. Ja, das war's, glaube ich, schon zu dem Schreibtisch an sich und damit würde ich sagen, Leute, war's das mit dem Video und ja, bis zum nächsten Mal, Leute. Schreibt, ob es euch gefallen hat und